meine Lieblingsmusik. Der einsame Hirte. Mein letztes Essen. Vincent, wie bei den Cowboys. Die letzte Mahlzeit. Sonst habe ich nichts. Nichts mehr. Kein Geld, kein Essen mehr. 44 Jahre habe ich mich auf diesen Moment gefreut, mich zu lösen. Mich zu lösen. Von allem. Mich zu befreien in meinem Geist, in meiner Seele, in meinem Kopf, ihn zu besiegen und zu bezwingen. Die letzte Mahlzeit. Nicht vor dem Hängen, vor dem Leben. Vor dem freien Leben. Es kommt wieder alles in mein Leben. Aber diesen Weg musste ich gehen. Mich zu lösen, im guten Gefühl von allem, von allem, von allem. Alleine zu sein, dankbar zu bleiben und die Liebe nicht zu verlieren. Es gibt so viele Menschen in dieser Welt. Sie leiden, sie haben Hunger. Und sie würden gerne essen. Ich habe schon 40 Tage ohne Essen ausgehalten. Freiwillig. Darauf verzichtet. Nur Tee und Wasser getrunken. Es macht mir nichts aus, eine letzte Mahlzeit zu mir zu nehmen. Aber ich bin heute froh und dankbar, dass ich mich gelöst habe. Mit dem Geld, mit dem Essen, mit Hab und Gut. Das, was ich nicht benötige. Dass ich befreit bin vom System, von der Matrix, von diesem Materiellen in dieser Welt. Dass ich bin, der ich bin. Pavel Vornochodka. Ich bin am Leben. Ich bin frei. Und ich liebe. Ich liebe mich in erster Linie. Ich sorge um mich. Und hier ist es für Liebe in dieser Speise. So einfach wie bei den Cowboys. Aber mit Liebe gekocht. Mit Dankbarkeit. Ich bin so froh und glücklich, diesen Moment zu erleben. Und zu wissen, es geht weiter. Es ist nicht das Ende. Es ist nur der Beginn meines neuen Lebens. Komplett befreit von allem. Von allem. Von allem. Und nur die ich in mein Herz schließe, sind in mein Leben willkommen. Alle anderen gehen ihren Weg. Das Leben beginnt sich zu ändern. Momentan läuft die Transformation auf der ganzen Welt. Die meisten schlafen. Und wie schon Jesus Christus gesagt hat, sie werden arbeiten, heiraten, verheiraten lassen, schlafen. Und es wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Die Wiederkunft Christi im Geist. Die heute beginnt in meinem Leben. Ich bin befreit von allem, damit ich mein Leben füllen kann mit Sorglosigkeit, Freude, Glück und Liebe, Dankbarkeit und echtem Leben. Von oben, aus der Seele, aus meinem Geist. Ich bin ein ewiges Wesen, ein Aspekt Gottes hier in Menschengestalt, ein lebendiger Engel, ein Human Angel bin ich. Und danke Gott dafür, dass wir die Welt hier retten dürfen. In Liebe. Für die Liebe. Ich danke und ich liebe dich.